auf. Es gibt viel zu tun. So. Aber zuerst muss unser Giao gefüttert werden. Das mit dem Training habe ich noch nicht ganz raus. Aber kriegen wir hin. Das hat irgendwas mit diesen Disziplinieren zu tun. Ich dachte, wir müssen es nur disziplinieren, wenn es böse ist. Aber irgendwie... Ich finde es auch interessant, dass gerade mein Controller von Steam so erkannt wird, dass sie denken, es sei ein Xbox-Controller. Obwohl Steam selbst sogar gesagt hat, es ist ein PS4-Controller. Sehr wild. Wie oft muss ich das machen? Haut er mich irgendwann? Ich glaube, ich muss ihm danach mal einen Snack geben, sonst hasst er mich. Oder er wird krank. Ich würde auch krank, wenn er uns dann hasst. Weiß es nicht. Ich glaube, wir haben das mit dem Training halt immer ein bisschen vernachlässigt so. Ich lasse mal bei 4 Balken. Gibt da noch Snack dafür. So, ist die Welt wieder in Ordnung. Ich muss erstmal. Müsst die Qualle fangen? Wie war denn das mit der Qualle? Mit dem Geisterkeimer? Ach, wir brauchen UV-Licht, genau. Wir müssen den Verschwundenen. Wir müssen eh noch Seespinnen und Tigermoränen holen. Will aber mal. Ja, X ist nicht X. Was ich noch nicht weiß. Hey, wir haben doch eine mittlere Netzkanone. Ne, wir haben schon die große. Haut eines Pelikan-Aals brauchen wir noch 2 Topaz. Wir brauchen noch ganz schön viel dafür, okay. Ich wollte nur mal wissen, wie viel wir brauchen. So. Können wir die Gletscher abgeben? Bald sind wir Level up. Und hier können wir noch Likes trinken. Boah, der guckt, der sieht gut aus, wenn ich den nur jemals so hingekriegt hätte. So, meine To-Do's wird dasselbe wie immer drin. Okay. Ich würde sagen, wir schwimmen nach unten. Ach, warte, wir haben ja noch so viel Geld. Ich würde mal die Harpune upgraden und dann mal die Frachtkisten upgraden. Dann haben wir das alles auf Max-Level? Dann würde ich mal noch fix bei der Farm vorbeigucken. Mich stört das gerade mega, dass die Controller-Anzeigen falsch rum sind. Weil eigentlich hat die ganze Zeit noch funktioniert und jetzt sagt mir mein Steam, wo ich das Game über Desktop öffne, so: Ja, aber das unterstützt ihren Controller nicht, deswegen werden das nicht richtig angezeigt. So kann es sein, es ging die ganze Zeit. But okay. Dann müssen wir mal Nährstoffe wieder boosten, wie es aussieht. Ja, wir müssen unbedingt mal wieder Nährstoffe boosten. Wie viel war, wie teuer war der? Doch eigentlich. Bei Reisfeld sieht irgendwie auch traurig aus. Kurz mal Wasser nachfüllen gehen. Und dann bauen wir noch ein bisschen neue Sachen an. Ich weiß gar nicht. Es wäre manchmal so schön zu wissen, was als nächstes für ein Event kommt, damit man sich einfach vorbereiten kann. Aber so leicht ist es. Wird man noch ein bisschen Knoblauch machen? Karotten. Und dann brauche ich noch
Nährstoff kommt fast zweimal. Einmal fürs Maisfeld, fürs Maisfeld, genau, einmal fürs Reisfeld und einmal hier. Dass sich wieder regeneriert. Genau, so, dann könnten wir ja mal noch bei den Fischen gucken, weil da waren wir auch lange nicht mehr. Vorher füttern wir noch die Katze. Katzen. Der VIP kommt ja auch noch. VIP hier. Oh, wir brauchen noch eine Humboldt-Kammer. Also müssen wir nochmal nachtangeln gehen. Ich doof, dass die mit nicht angezeigt wird. Mit über die beiden weg und das mal noch. Quamarin dauert noch ein bisschen. Okay, dann müssen wir auch noch den Humboldt-Kammer in der Nacht fangen. Okay. Ja, nochmal zum Fischen. Ja, weil hier war auch eigentlich. Gibt es das Gletscher bereit? Okay. Halt hier auch mal ein bisschen upgraden. Das haben wir nämlich ewig nicht gemacht. Das klingt so. So klingt das immer, als würde irgendwas brüllen. So, haben wir hier überhaupt schon was drin jetzt? Nee, ne? Oh doch. Sogar einige Haie dabei. Zwei Stück. So. Jetzt können wir von mir aus angeln gehen. Haben wir unsere ganze Vorarbeit gemacht? Können wir unsere Arbeit machen? Wöchentliches Fischen. Okay, ich brauche eine UV-Lampe. Muss den damit anleuchten. Eine Kegani. Der Krabbe ist der Krebs. Okay. Da war ich gar nicht im Lesen. War über den Namen so verwundert. Dickbauchseepferdchen. Okay. Ich kann auch schwangeres Seepferdchen schreiben. Also wir müssen eh bis runter. Deswegen wird jetzt hier oben nicht so viel Zeit verschwenden. Außer natürlich, da sind wir auf Pisten. Weil so bessere Harpunenspitze wäre schon gut. Haben wir hier eigentlich jetzt. Oh, das andere Riff nochmal, ne? Die waren doch auch noch hier irgendwo. Aber wir töten eh alles mit unserem Gewehr, das ist das Problem. Wir müssten dann. Ja, wir müssten. Na, Fangnetz mitnehmen. Seepferdchen. Okay, das Seepferdchen hatten wir schon. Einen Drescher nehme ich jedes Mal jetzt mit. Hammerhai könnte man eigentlich auch nochmal mitnehmen. Beim Wannsehen. Auch mit. Seetrauben waren. Gab es auch ein echt nicht schlechtes Rezept dafür. Nur die haben wir schon ewig nicht mehr mitgenommen. Deswegen nehmen wir alles mit, was wir so sehen. Brauchen. Ja, die Algen habe ich gelassen. Ein Zwergseepferd. Da ist ein Barracuda. Barracuda hat keine Lust mehr auf uns. Er meidet uns. Wir sind zu stark für ihn. Ja, dich.
Wo schwimme ich mal? Vielleicht noch nicht, weil da ist so eine Waffenkiste, die ich gerne aufmachen wollen würde. Boah, ist er noch gerettet? Oder auch nicht. Er ist doch gut. Also nochmal Seetrauben durch. Ich stelle mich manchmal ernsthaft richtig dämlich an. Also, das ist ja so traurig. Langnase, ey. Nehmen wir hier alles mit. Brech, das wird hier versteckt. Stimmt, als nächstes müssen wir mal das Messer noch upgraden. Knochen. Oh, alles mit hier. Hier sind gerade keine Strömungen, das ist ganz entspannt. Ja. Das ist sogar gereicht haben für den Auftrag an Seetrauben. Cool. Eine Waffenkiste. Ja. Dann Level 1, aber Betäubung ist immer. So, wir brauchen aber dann noch faulig. Aber auf der Tiefe sind wir noch nicht. Langnase kann mich heute mal in Ruhe lassen. Das ist euer Ernst hier. Barracuda will auch noch was von mir. Jetzt reicht's aber. Nehmen wir dich halt mit. Wenn du unbedingt mit willst. Diese Barracuda. Oh, jetzt ist er sauer. Ich dann glaube ich langsam noch mal ein bisschen Sauerstoff, ehe wir unten sind. Eieiei. Ich mache hier schon wieder wilde Sachen. Sind noch mal drauf. Ja, eigentlich auch. War doch eigentlich auch immer irgendwo Sauerstoff. Und Fangnetz. Aber jetzt nicht. Ah, ich muss jetzt so umdenken, ey. Ja, hier ist Sauerstoff. Ich muss so umdenken mit, wo ist welche Taste gerade. Ich muss dann gucken danach, ob ich es nochmal fixt bekomme. So, wir müssen ja den Kalmar machen. Weil der braucht das ja bis zum Tag. So, jetzt haben wir schon mal die Vorlampe. Und nur noch ausfinden, wo der ist. 150 bis 200 Meter hieß es ja. Ja. Oh nein. Ich habe eine Kiste. 220 sogar. Okay. Ich habe so ein schwaches Piepen drauf. Oben ist aber noch eine Chimäre. Die nehmen wir mit. Ich brauche eigentlich einen Stein für die Spinne da unten. Nope. 5 brauchen wir, okay. Müssen eh noch weiter runter. Da ist ein Flakon und eine Waffenkiste.
finde es hier unten einfach schön. Hatten wir eine Musina Gun schon als Waffe? Die mal kurz. Ich glaube, ich hätte die mal kurz aufheben sollen. Oh no. Eine Spinne? Ja! Weg mit dir! Brauchen wir die Spitzhacke noch? Nö. So, wo können. Wir müssen noch weiter runter, ne? 22. Aufhören, hier ist wieder so viel mitzunehmen. Die wiegen so viel, die Quallen. Die brauche ich. Die gibt's mit Gurken. Die Kröten. Gott. Jetzt überlegt, wo A ist. Noch weiter runter. Auf die andere Seite, ne? Alle überlegt, der das gut. Ich könnte wirklich mal wieder ein Quallen-Event geben, wenn das hier so weitergeht. Quallen hätten wir dann genug. Oh, das ist eine Waffenkiste. Eine ZZ-Pistole. Aber brauchen wir nicht. Was macht hier Geräusche? Opel brauche ich nicht. Mir Sorgen, weil hier immer Munition. Oh, den brauche ich. Den hatten wir noch nicht auf 3, oder? Den haben wir das letzte Mal getötet gehabt. Oh, hier ist auch eine Höhle, die wir noch nicht aufgemacht haben. Kommt das bestimmt auch noch? Fettchen? Ah, neues! Weißes Seepferdchen. Da. Da, ja, trotzdem weiter runter. Hier geht's nicht runter, ne? Wo geht es da runter? Ich hab mich schon wieder verschwommen. Die Höhle wird irgendeine Bewandtnis haben. Die wir gerade gefunden haben. Ich finde die dann wieder nicht, wenn ich sie brauche. Kenn mich. Oh, Munition brauchen wir nicht. Warte mal, hier geht's auch runter. Vergiss immer, dass wir hier das Loch reingesprengt haben. Oh. Haben wir ihn auf dem Radar? Schon bei 206. Hurry! Let's go. Wir müssen ihn ja erst mit UV irgendwie anstrahlen. Da. Wieso hat er eigentlich einen Totenkopf drauf? Wo ist er hin? Ich habe kein anderes Licht als UV-Licht.
Hat er gesagt, mit besonderem Licht anstrahlen. Auch nur UV-Licht. Stell mich, glaube ich, gerade schon wieder super blöd an. Jetzt haben wir ihn. Gut, ich habe Fischmon gefangen. Ich sollte es zu Udo bringen. Geht doch. Man muss ihn scheinbar wirklich irgendwie finden und dann anstrahlen, damit er bewegungsunfähig ist. Unten. Können wir uns ja jetzt hier noch ein bisschen umschauen? Genau dich habe ich gesucht. Das war drauf. So drauf. Hallo? Hören Sie auf damit. Mitnehmen. Den nehme ich mit. Damals war jetzt keine Drohnen mehr, aber ist okay. Er durfte schon wieder so wenig Leben haben. Spitzhacke. Die Quallen. Wollen es aber auch mal wissen. Ach, da ist so ein Hooker. Wird man noch unsere Seepferdchen registrieren gehen? Wir müssen ja auf der Tiefe vom Seevolk sein. Aber ich hätte halt eigentlich gerne die Spinnen und so fertig gemacht. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir müssen in der Nacht müssen wir noch den Humboldt-Kalmar holen. Habe ich ein Problem. Ich muss echt aufpassen, dass ich mir meine Aufgaben immer so anzeigen lasse, dass ich nicht vergesse. Nummer 4, oder? Ah, verdammt. Nummer 3. Noch ein Kuper. Und eine Kröte. Kröten gehen gut mit Gurken. Nimm mit. Wo er uns beißt. Das eine Seepferdchen war ja auch wieder neu. Dann könnte man ja mal beim Schmied noch gucken. Stahl-Dingsbums kostet. Wäre nämlich auch nicht schlecht. Kröten sind so süß eigentlich irgendwie. I don't know. Mag die. So, der denkt, glaube ich, immer noch, wir sind intellektuell echt für einen Eimer. Das schwarze Brett hat schwere Aufgaben für uns. Könnten wir mal ein bisschen schneller schwimmen. Vergesst das immer. Nee, nicht das schwarze Brett. Wer hat die Aufgaben für uns? Ist das im Spielsalon? Ist das im Spielsalon? Nee, in der Schmiede. In der Schmiede? Was will man denn von uns? Du, war dein Husten scheint schlimmer geworden zu sein. Geht's dir gut? Ja, das ist nur ein Husten. Ich fühle mich viel besser als vorher. Ja, so hustest du auch. Er hustet zu viel. Ich sollte Mima fragen, ob es irgendwelche Lebensmittel gibt, die gegen Husten helfen. Okay. Brauchen wir vom Stahlseil? Ja, ne? 300 bei, Alter. Hat er überhaupt Preise? Es wird bei auf Bäumen wachsen.
ja, wachsen. Wachsen. Nein, ich wollte meine Seepferdchen aus registrieren gehen. Sonst haue ich die wieder aus dem Inventar raus. Ja, registrieren mit, danke. Oder Stufe 8. Stufe 6 noch nehmen. So. Können wir das lassen? Haben wir die nämlich mal registriert? Ich vergesse das auch jedes Mal. Dann verarbeite ich die aus Versehen zu Sushi. Wäre nicht so praktisch. Sonst gehen wir da zu Mima. Und fragen da mal nach. Fang schon wieder an, das falsche X zu drücken. Nahrung, die gut gegen Husten ist? Ja, du warst Husten, hat sich wieder verschlimmert. Ich habe ihm gesagt, es ist zu früh. Sei wieder arbeiten zu gehen. Damals, als ich kochen lernte, erfuhr ich, dass Rosshaarkrabben gegen Husten helfen. Rosshaarkrabben? Genau, Rosshaarkrabben. Aha, das Problem ist, dass sie im Gletscherbereich leben, und zwar in Felsspalten. Und auf jeden Aufzeichnungen darüber, wie man sie fängt, verschwand, als der Weg zum Gletscherbereich versperrt wurde. Hm, wie man eine Rosshaarkrabbe fängt? Otto war früher mal Taucher, vielleicht weiß er es. Okay. Also haben wir wieder was für Otto. Wir könnten eigentlich immer noch eine Runde in den Gletscher reingehen. Ja, lang. Portal ist immer da, wo ich denke, dass es da nicht ist. Ganz einfach. Brauche ich noch so Pelikanale? Mit ihrem Brummen davon Haut, ne? Für das Stahlfang. Kaisergranat. Ja. Und noch Bomben mit. Der war drauf. Der war ja sowas von drauf. Ja, nicht ganz. Ich glaube, eine Tür haben wir ja schon gefunden mit der Strömung da, ne? Aber... die dritte Tür fehlt uns noch. Für den Kontrollraum. Level 3 wäre schon cooler. Level 1 war wirklich, dass die Betäubung nicht... Oh, da ist einer. Sagt eigentlich, dass die Betäubung nicht immer greift. Nehme ich doch mit. Den Dumbo-Kammer möchte ich auch mitnehmen. Aber wir sind ja jetzt schon wieder fast voll. So weit kommen wir hier nicht. Oh, das ist ein Blobfisch gewesen. Huch. Ich hab ihn angeleuchtet. Was viel gebracht hat, ich weiß ja nicht. Ah, komm, ich nehme auch noch mit. Nein. Ah, ich hab schon B. Sind halt schon wieder ziemlich voll, ne? Ich weiß nicht, wie ich das immer hinkrieg. Ich glaube, wir machen eh ne, wir nehmen hier noch die paar mit und dann können wir irgendwie wieder auftauchen. Weil dann ist eh Inventar voll. Hab ihn gefunden.
Nein, aber er schläft. Hinterm Stein getroffen, ohne ihn zu sehen. Ist aber auch tricky hier mit dem ganzen Gedöns, was hier noch so rumhängt. Vampirkalmare nehmen wir auch sehr gerne. Ich habe halt einfach schon wieder zu viel mitgenommen, I guess. Ich bin manchmal einfach zu sehr am Sammeln. Aber wir brauchen es fürs Restaurant. Nein, das ist A und nicht X. Och, ist das nervig. War da noch ein Blobfisch? Ah. Oder zwei sogar. Aber wir dürfen keinen mehr mitnehmen. Och, schade. Vor allem, er schläft gerade. Dann nicht. Die Quallen, die wir mitgenommen haben, sind einfach zu schwer. Zu viele Quallen mitgenommen. Menno. Immer diese Quallen. Machen uns das Leben schwer. Oh, ich würde hier noch so gerne alles mitnehmen. Ich könnte jetzt auch rausschmeißen, aber nee. Ich muss das Zeug ja auch mal upgraden. Aua. Ich schaff's immer, mich an meinem Schreibtisch zu stoßen. Mit dem Knie. Und dann wundere ich mich wieder, warum ich blaue Flecken hab. So. Da müssen wir wohl oder übel mal auftauchen. Dann müssten wir irgendwann dann mal den Baluga noch suchen. Das kann doch lustig werden. Erstmal wissen, dass wir dann alles zu Sushi verarbeiten können. Ich muss auch mal wirklich mein Fangnetz mitnehmen und dann mal oben alles abfangen. Rot. Ich darf nicht vergessen, wir müssen Nachtangeln. Wir brauchen Humboldt-Kalmare, weil ich die alle schon verhökert habe. Leider. Weil wir haben erst Nachmittag, ne? Hast du etwa für die Sammlung mitgebracht? Ich sehe gar nichts. Oh, er ist wirklich wie ein Geist. Dieser Kalmar. Oh, du solltest ihn nicht anfassen. Er ist unglaublich giftig. Ups, beinahe hätte ich den Artikel für diese Woche versaut. Wie auch immer, danke. Wir schicken dir dein Honorar zu, wenn am Montagmorgen die Ausgabe erscheint. Um erntbare Früchte. Mein Giao entwickelt sich in einen Delfin. Oh. Lass mal seinen Mist hier wegmachen. Und einmal spielen. Ich weiß gar nicht, wann das ist. Warten wir jetzt, bis es stirbt. Und dann kriegen wir ein neues. Weil es gibt ja hier diese Sammlung. Was schön, dass wir den Delfin zuerst haben. Ja, wein leise. Denn disziplinieren müssen wir dich ja. Du kriegst dann noch ein Leckerli. So. Haben wir hier noch? Wir müssten doch jetzt eigentlich mal fast die neue nächste Stufe haben, oder? Geht doch. Öko-Edelsteinarmband. Habe ich schon gefragt, ob wir es jemals schaffen, diese Stufe zu kriegen. Was brauchten wir hier nochmal? Stahlseil, 1. Also für 300. Und dann brauchen wir noch die Pelikan-Aalhaut und die Topaz. Edelsteine. Okay. Merke ich mir eh nicht. Würde es mir gerne merken, aber ich merke es mir eh nicht. Eigentlich gehen wir einfach jetzt mal gleich nochmal in den Gletscher rein. Ja, ne? Obwohl, ich wollte Otto ja noch fragen. Wie ich die Dinger da, die Krabben, die Rosshaarkrabben, wie ich die jage. Man könnte vielleicht nur neue Saat scheinbar pflanzen.
mal reden, bitte. Hm, du willst eine Rosshaarkrabbe fangen? Genau, offenbar leben sie in Felsspalten, sodass es schwierig ist, sie mit Harpunen oder Netzen zu fangen. Aha, natürlich ist es das. Du brauchst eine Krebsfalle. Eine Krebsfalle? Jawohl, du legst einen Köder in die Krebsfalle, platzierst sie zwischen die Felsen und die Krebse oder Hummer spazieren einfach hinein. Haha. Wow, dann könnte ich damit einen Rosshaarkrabbe fangen. Hast du was vorrätig? Ich bin im Ruhestand, natürlich habe ich nichts auf Lager, aber ich könnte dir was herstellen, wenn du die Materialien hast. Okay, was für Materialien brauchst du? Nun, ein bisschen Holz, Schrott, Seil. Ah, du brauchst den Zahn eines Tigerhais für einen guten Griff. Okay, ich versuche alles für dich zu besorgen. Gut, ich habe alles beisammen. Wir sind einfach krass. Um eine Krebsfalle zu bauen, du solltest zu Otto zurück. Ja, warte, ich will erst reden. Gut, du hast alle Materialien für die Krebsfalle besorgt. Also gut, ich kann... Da kann ich ja loszaubern. Mal sehen, ob ich es noch oft drauf hab. Der Blick, ey. Sauber. Wow, das ist also eine Krebsfalle. Genau. Leg sie in eine Spalte, wo es viel Luftblasen gibt und warte etwas. Wenn die Krebsfalle etwas fängt, beginnt sie zu zittern. Dann merkst du es sofort. Verstanden, damit kann ich Rosshaarkrabben fangen. Aha, verschiedene Dinge leben in verschiedenen Bereichen. Also versuch das für dich zu benutzen. Okay, Krebsfalle. Haben wir die dann permanent oder müssen wir jedes Mal eine neu herstellen lassen? Das ist jetzt so meine Frage. Oder verkauft Cobra uns immer eine neue? Gletscherbereich. Hui, ein Narwal. Der Narwal hat einen langen Stoßzahn, der die Hälfte... Brr, es ist kalt. Mensch, deine Kleidung sieht sehr warm aus. Warum gehst du nicht hinein und schaust nach? Hatschi! Du bist schwächer, als du aussiehst. Ach so, die sind hier wegen dem Beluga. Ja, gut, ne? Ich bin auf der Suche nach Belugi. Narwal. Suche ich nicht. Du bist süß. Aua. Ungefährlich. Deswegen nehme ich dich mit. Das war schon wieder die Hälfte meines Sauerstoffs, ey. Oh, da ist ein Blau. Ach, das sind die Dinger. Ich sehe Blasen aus dem Spalt aufsteigen. Ich sollte die Krebsfalle platzieren, die Otto für mich gebaut hat. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ich die brauche. Wir können die auch noch... Kann das sein, dass die neu ist, die Krebsfalle? Weil das ist sogar noch auf Englisch dort. Du kannst jetzt die Krebsfalle verwenden, lege etwas Köder hin und platziere sie in bestimmten Felsspalten. Die Krebsfalle zittert, sobald etwas gefangen wurde. Denk daran, dass zurückgelassene Krebsfallen verschwinden, sobald du das Wasser verlässt. Sammle sie unbedingt ein. Okay... Einmal hinsetzen, können Fallen und Köder... Ach, wir können Clownfische als Köder verwenden. Gut, es ist fertig. Ich sollte später wieder kommen, es wird eine Zeit brauchen, bis ich etwas den Köder schluckt. Ist ja verrückt. Ich glaube, das ist neu. Aber ich weiß nicht. Oh ja, den nehme ich mit. Muss mir mal merken, dass dort... Das Ding liegt. Ob ich das hinkrieg? Weil hier sieht alles gleich aus. Sauerstoff wäre immer wieder nicht schlecht. Ach, der zeigt mir an, wo das liegt. Das ist gut. Oh, warte mal. Dich erschlag ich. Es tut mir sehr leid, aber ich krieg dich aktuell anders nicht gefangen. Ich liebe Betäubung einfach.
Einfach alles mitnehmen. Warte mal, da ist ein Häkchen dran. Heißt das, dass da jetzt was drin ist? Ich sollte vielleicht eigentlich nicht so sprinten, weil ich habe nicht so viel Sauerstoff mehr. Ja. Eine Kegani. Sauber, ich habe eine Rosshaarkrabbe gefangen. Ich sollte sie zu Mima bringen. Er braucht nur eine. Nice. Das ist richtig gemacht. Wir haben nur unseren... Der Sauerstoff ist gut. Eine Eisharpune. Doch neu. Die haben wir doch noch nie gehabt. Die friert die Ziele ein. Okay. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass wir die schon mal gehabt hätten. Krebsfalle. Ist hier wieder dieser Eishai? Ey, das war ja volle Möhre daneben. Schlaf, Fischlein, schlaf. Ach, Manu. Ey, die blauen Fische sehe ich immer erst, wenn die sich bewegen. Oder vor einem weißen Hintergrund gehen. Sieht man, also blau auf blau sieht man ja wirklich so schlecht. Oben. Voll der Tarnfisch. Ach, das war schon wieder kein A. Ich werde das A und X erstmal eine ganze Weile vertauschen noch. Sieht ein bisschen aus wie Kaulquappen. Es ist schon wieder... Ach, das ist X. Das andere ist A. Oh, eine Waffenkiste. B, X. Nein, das ist nicht X. Das ist doch A. Ich krieg die Krise. Wollen wir den Beluga einfach durch Zufall finden? Hier wäre ein Spiegel. Und Curry. Da wäre dieses Amethyst, aber das können wir nicht abbauen, ne? Frag mich, wie man das abbaut. Ob das dann am Level des Messers einfach hängt? Weil es uns ja einfriert. Was ist halt das? Y, A, B. Oh, da ist noch ein Topf. B. Ach, falsches X. Ich habe halt null Plan mehr, wo ich bin. Weiß nicht, wo ein Spiegel ist. Das war's. Ich habe hier echt keinen Schimmer mehr, wo ich hier eigentlich... Wo ich hier... Oh nein, der Beluga! Oh, ein Beluga. Warum ist er hier? Ach, wieder so einer. Oh, das ist ein Polartintenfisch. Wurde er vielleicht vergiftet? Ja, du bist so toll. Ach, warum nur, du Kleiner? Lasse dich nicht entwischen. Bleib stehen. Bist du dir sicher? Nämlich ganz schön flott.
Aua. Töte mich hier gerade, ne? Aua, ich töte mich hier gerade so sehr. Zweihundert noch. Tja, was machst du nun? Ich habe ihn in die Ecke gedrängt. Von na, sieht er irgendwie jämmerlich aus. Nein, ich kann jetzt nicht schwach werden. Ich werde ihm zeigen, wo der Boss ist. Ernte? Wir retten ihn mal. Hm, was ist das für eine Flasche? Der Tintenfisch hat sie fallen gelassen. Ein Gegengift vielleicht? Ich sollte zurück zum Beluga. Keine Ahnung mehr, wo der Beluga ist. Ich finde es interessant, dass er Gegengift hat. Für sein eigenes Gift. Ich muss erstmal wieder wissen, wo der Beluga war. Hm. Also Curry gibt es ja vieles. Borener Dorsch. Okay. Um sie kurz versuchen daran zu erinnern, wo wir lang geschwommen sind. Man möchte meinen, das ist nicht so schwer, aber Kurzgedächtnis ist halt nicht mehr das, was man war, ne? Ich kann wieder da sagen, da wo Loot liegt, da, das habe ich nicht. Warte mal. Das ist eine Waffe? Der gefrorene Tin. Der gefrorene Fisch ist eine Waffe? Okay. Wild. Einfach eine Waffe. Schlag mit einem gefrorenen Fisch auf Fische. Bin ich ein bisschen fraglich. Hier war er doch. Siehst nicht gut aus. Möchtest du das probieren? So muss das. So gefällt mir der Beluga. Oh, jetzt siehst du es besser aus. Wie erleichternd. Warum kehrst du nicht ins Dorf zurück? Du schaffst es allein dorthin, oder? Oh, ist schon süß. Beluga-Wale sind so toll. Jetzt, da ich den Beluga gefunden habe, sollte ich noch mehr erkunden. Verschwundene Beluga abgeschlossen. Noch mehr erkunden, oh je. Haben wir den noch nicht erkundet? Ja, ist doch klar. Ich finde es aber schon gut, dass er das mit der Krabbenfalle jetzt gibt. Wo ich mich dann frage, wie man 3 Sterne mit der Krabbenfalle macht, weil dann kann er dann nur daran liegen, dass man die Krabbenfalle noch upgraden kann. Unser Inventar ist auch nicht mehr ansatzweise voll. Wir müssen hier noch so einiges mitnehmen. Tor! Oh Mann, ey. Ich kann echt gut daneben schießen. Ein Dorsch. Gibt's denn auf der anderen Seite noch was? Noch mehr Dorsch. Eishai haben wir nicht nochmal gehabt, ne? Ah, der schwamm ja weiter unten. A, A, Y.
Haben wir denn überhaupt noch? Wir müssten doch eigentlich noch einen Abtransport haben. Für den Hai dann, wenn wir den... Mayonnaise! Oh, jetzt geht's aber hier los. Schau Sachen mit einem gefrorenen Fisch. Finde ich super weird. Hier wäre auch ein Spiegel, okay. Haftbombenkanone. Die hätten wir auch noch nicht. Wie viele neue Waffen gibt's hier bitte? Bin ein bisschen verwirrt. Ein Seepferdchen. Ich habe ihn rufen gehört. Ich dachte, ich hätte eine Stimme gehört. Sie kommt aus dem Inneren der Höhle. Wie komme ich durch dieses dicke Eis? Ich muss es in der Mitte mit diesem Spitzen durch... Ich werde das Spitzen durchstechen, sonst bekomme ich es nicht mit mal ein Riss. Moment, etwas Spitzes. Vielleicht das Horn von deinem Narwal. Ob ich versuchen soll, den Narwal in die Wand zu locken? Aber wir haben den Narwal schon gefangen. Kleine Seedrache. Oh. Hier wäre eine Schaufel. Ich glaube, hier gibt es keinen zweiten... Oh doch, hier gibt es einen. Komm mal mit. Und jetzt gut zielen. Also gut, das sollte reichen. Erst muss ich beim Bestes geben, um ihn fernzubehalten. Also auszuweichen. Okay. Oh, getroffen. Der Narwal hat schon ganz schön Kraft. Puh, das war knapp. Ich bin durch die Eiswand gebrochen. Jetzt muss ich nur noch die Quelle des Geräuschs finden. Es überschlagen sich schon wieder die Ereignisse. Ich weiß nicht, ob wir genug Sauerstoff haben. Das macht mir Sorgen. Ja, wir gehen mal rein.